Hier vor mir steht eine Wulffsche Flasche. Diese Wulffsche Flasche ist dickwandig, sodass sie auch ein bisschen Druck aushält. Und in dieser Wulffschen Flasche ist hier nun ein Glasrohr, das mit dem Stopfen hier schon endet. Das heißt, dieses Glasrohr geht nicht bis in das Wasser rein. Hier auf der anderen Seite ist ein Glasrohr mit einer Spitze. Das taucht ins Wasser vollständig ein. So, jetzt habe ich hier noch eine Tonhülse. Das ist so ein Material, aus dem man auch Blumentöpfe macht. Blumentöpfe, da ist dann noch ein bisschen Eisenoxid drin und so, deshalb sieht das so rötlich aus oder bräunlich. Das hier ist eben hübscher, manche meinen, das ist hübscher, weil es halt weiß ist, aber das Material ist dasselbe. Blumentöpfe, wisst ihr, sind durchlässig für Wasser, deshalb hat man immer solche Untersetzer da drauf, damit beim Blumengießen da nicht das Möbel nass wird. Gut, und so eine Tonhülse setze ich jetzt hier auf. So. Und jetzt gebe ich Wasserstoff in ein Becherglas. Wasserstoff nehme ich hier aus der Gasflasche, die macht Musik heute. Da Wasserstoff eine geringere Dichte hat als Luft, muss ich den Wasserstoff nach oben auffangen. Wasserstoff, ein farbloses, geruchloses Gas mit geringerer Dichte als Luft. Und mit diesem Becherglas gehe ich jetzt über die Tonhülse der Wulffschen Flasche. Oh. Wenn ich da wieder weggehe und wieder dran. Naja, ist ja die Frage, warum kommt da jetzt Wasser raus? Auch wenn ich das nicht berühre und da Wasserstoff drin ist. Also irgendwie muss das mit dem Wasserstoff zu tun haben. Ja, und was passiert eigentlich, wenn ich jetzt dieses Becherglas mit Wasserstoff wegnehme? So, dieses Experiment wäre nun zu erklären.